So Leute, ich hatte gerade einen Biss gehabt. Fahre entgegen. Hat sich schon ganz komisch angefühlt. Bin immer auf dem Weg nach draußen. War komplett Kontakt weg und es klatscht auf dem Wasser. Ja, fahre weiter entgegen. Mit Emma kommt hier ein Hechtmutti hoch, Alter. Aber fragt nicht. Einfach mal in die Schnur geschwommen. 1,6 Meter Hecht. 11,5 Kilo. Steht richtig gerade gut im Rogen hier. In der Laichzeit und gleich zurück damit. Wollen wir nicht weiter quälen. Nacht ist rum. Die Nacht um 2 hat bei mir eine Route geklingelt und ich konnte den Spiegler hier fangen. Hat sich ein M2 Wafter einverleibt in 24 mm und gefangen habe ich ihn auf einer Wassertiefe von 2,30 m im leicht schlammigen Bereich. Und ja, supi. Jetzt hoffen wir mal, dass die nächste Nacht noch was geht und bei den anderen auch. Ja, nicht mal eine Brasse oder irgendwas gebissen jetzt noch die Nacht. Ich weiß auch nicht, was hier los ist, aber Angeldruck ist schon wieder mächtig jetzt das Wochenende. Ja, heute sollen 17 Grad werden oder so. Braucht man sich ja nicht zu wundern. Da will jeder raus. Gut, dann ab damit ins Wasser. Alter. So, einen wunderschönen guten Morgen. Erste Mal am Badesee. Guckt euch das Brett an. Richtig abgelaufen, Alter. Richtig Schnur genommen. Dachte schon, was ist hier los? Und dann so ein Prachtexemplar hier. 14 Kilo gebissen auf dem Green Crab, 16 mm. Ja, brauchen wir nicht weiter dazu sagen, oder? Genial. Ich freue mich absolut, Alter. Herrlich. Seekönig. So, einen wunderschönen wünsche ich. Ich bin jetzt die zweite Nacht hier. Letzte Nacht war ich ja auch schon hier gewesen. Und konnte einen schönen Fisch fangen. Ja, habe ich absolut nicht damit gerechnet. Hat geregnet die Nacht und die Rute ist richtig losgescheppert. Und im Drill habe ich schon gemerkt, dass ich eigentlich das schon auf 2-3 Fische beschränken konnte, was ich da gehakt habe. Und ja, als ich dann in Kescher geguckt habe oder wirklich den Fisch hier vor der Nase hatte, hat sich dann bestätigt, dass es ein bekannter Fisch, den ich jetzt das dritte Mal gefangen habe, immer im Abstand von 2 Jahren. Und ja, habe das erste Mal mit 12,5 Kilo gefangen, vor 2 Jahren mit 13,5 Kilo und jetzt hat er 14 Kilo gehabt und ja, absolut genial, also kann man noch nicht in Worte fassen, auf so eine Kurzsession hier zwischen Arbeit unter der Woche gleich mal so ein schönes Brettchen zu fangen. Herrlich. Ja, Köder war der Green Crab in 16 mm, ein kleinen Poppy oben drauf in grün. Und ja, andere Route habe ich draußen mit Sweet Plum, beziehungsweise fliegt jetzt gleich wieder raus. Ich habe erstmal soweit alles vorbereitet. Steffen ist heute auch mit dabei. Gestern war ich ja alleine gewesen. Mit Ach und Krach ein paar Fotos hinbekommen von dem Fisch. Ja, aber jetzt wollen wir keine Zeit verlieren, wird dunkel, ruht noch aus und dann gucken wir mal, was heute noch passiert. Oder morgen früh, dann besser gesagt. Bis dann.
So, die zweite Nacht am Badesee. Es ist 2:30 Uhr rum. Gerade noch mal schönen Abläufer gehabt. Wieder auf die Green Crab Route. Geil. 9 Kilo hat der Fisch. Herrlich. Richtig schönes Ding. Ja, lassen wir auch gleich wieder schwimmen, wa? Route habe ich auch schon längst frisch gemacht. Haben wir ganz kurz gehältert, den Fisch. Damit die Route wieder liegt und sich das noch lohnt. 6.30 Uhr ist Abpfiff. Dann wird eingepackt und dann geht es wieder zur Arbeit. Ja. Geil, läuft absolut gut. Ja, seid gegrüßt. Ich bin für eine Nacht in Meckpom mit meiner Freundin an einem See, an dem ich vor 4 Jahren mit George schon mal war. Und ja, es ist noch Anfang März. Ich habe jetzt keine hohen Erwartungen und muss mich auch beeilen. Die Sonne geht schon runter, die Routen sind noch nicht drin. Bloß noch Köder ran und raus damit. Und dann schauen wir mal, was die Nacht bringt. Wir sehen uns. Wir haben heute absolut herrliches Wetter, haben uns jetzt mal ein neues Gewässer ausgesucht, das ist ein kleiner Tonteich, wir wissen noch gar nicht, wie tief der ist. Wir werden gleich erstmal mit dem Schlauch hier rauf und ein bisschen abtasten mit dem Blei. Ja, machen jetzt hier eine Nacht, ganz gemütlich, haben Zeit. Bis morgen Mittag. Genau. Denken wir. Bei mir geht es dann weiter Richtung Norden, Richtung Meckpom. Ich hab's nicht weit, bei mir ist um die Ecke. Das ist schon mal was ganz Neues, dass wir mal zusammen bei mir in der Heimat angeln. Das stimmt auch, ja, das stimmt auch. Mal sehen, vielleicht klappt das. Richtig. Schön. Nee, wir machen ganz entspannt. Wir haben schönes Wetter, richtig geiles Wetter. Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ja, die Nacht wird zwar noch ein bisschen kühl, so auf 0 soll es vielleicht nochmal runtergehen, aber scheißegal. Ja, wir gucken gleich mal, wo wir fischen und zeigen euch gleich nochmal, was wir heute fischen. Und ja, dann gucken wir weiter, ob was beißt. Ja, bis dahin. So, also ich mache es ganz kurz. Ich fische eine Route mit den 14 mm Phase 1, davon 2 Stück am Haar. Und die andere Route fische ich mit Green Crab. Bei solchen kleinen Seen oder vor allen Dingen unbekannten Gewässern geht man natürlich immer erstmal ein bisschen vorsichtiger ran. Von daher etwas kleinere Köder, eben halt ausbalanciert den Green Crab mit einem halben Poppy. Und ja, den anderen fischen wir als Bodenköder, als doppelten Bodenköder. Ja, darüber verstreue ich auch einfach nur ein paar Boilies, ein paar Halbierte, ein paar Gecrushte. Und das war's dann auch einfach. Und dann gucken wir, ob das Futter ordentlich arbeitet und die Fische hier aus dem Kraut lockt. Also wir haben hier wirklich ziemlich dicke Krautdecken, trotz Frühjahr. Also im Sommer ist hier richtig extrem. Wir waren hier letztes Jahr mal gucken gewesen und da ist halt kaum Wasserfläche, kann man eigentlich sagen. Ja, dann gibt es hier so ein
fast abgegrenzten Bereich, wie so ein Schlauch, der hier drüben reingeht, der auch wirklich zugewuchert ist. Und ja, ich denke mal, die Fische werden größtenteils dort unter diesen Krautbänken sich aufhalten und dementsprechend fischen wir vor den Krautbänken zum offenen Wasser hin und hoffen mal, dass der ein oder andere rauskommt aus seinem Winterquartier. So, dann möchte ich auch noch mal kurz erklären, wie ich hier vorgehe, was ich fische am Haar. Auf der einen Seite ein C1-Warfter von SPS und die andere Route fische ich eine Tigernuss mit einem Pineapple-Pop-Up. Klein, aber fein. Und das Ganze, oder, mixe ich richtig gern mit dem Spot-Schuss C1 ab. So, das war's eigentlich schon. Wollen wir mal sehen, dass was geht. Ich bin mal gespannt. Ich war selber hier noch nicht, das ist bei mir um die Ecke. Mal schauen. Alles klar, wir melden uns auf jeden Fall, wenn es nicht dabei ist. Schönen nebligen guten Morgen wünsche ich. Ich bin jetzt hier in Mecklenburg-Vorpommern. Vorgestern, wo ich mit Steffen die Nacht war, da ist leider nichts passiert. Dementsprechend sind wir am Mittag abgehauen, er nach Hause und ich, wie gesagt, weitergefahren. Bin jetzt hier an dem, oder gestern hier an dem See angekommen. Hab dann noch vorm Dunkelwerden den ersten Brassen fangen können und in der Nacht jetzt noch zwei, beziehungsweise früh den letzten. Da habe ich dann auf dem M1 Poppy einen Brassen gehabt, habe die Route dann einfach wieder ausgeworfen hier links vom Ufer, weil hier gleich steil abfallendes Ufer ist. Und eine halbe Stunde später hat es dann gepiept. Es war kein Karpfen, aber es ist eine richtig schöne Schleie von 47 cm. Und ich denke, die kann man schon mal zeigen. So, hier ist die schöne Schleie. Schönes Teil. Freut mich, so oft fange ich keine Schleien, von daher. Klasse. Und meine größte Schleie bis jetzt.
dann die Schlein-PB nochmal ausgebaut. 51 cm. Wieder auf den M1 Poppy. Klasse. Ich habe auch schon wieder gepennt. Ich habe so, bevor ich mich pennen gelegt habe, habe ich die Route extra nochmal ausgeworfen, weil ich nicht so zufrieden war, wie sie lag. Ja, wurde gleich nochmal belohnt. Mit einer schönen goldenen Kirsche.